Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute gibt es das Buch Im Herzen die Rache von Elizabeth Miles. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen, kostet 17,95 Euro und hat 381 Seiten. Ja, in diesem Buch geht es um Emily und um Chase. Ja. Diese zwei haben eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Sie gehen auf eine Highschool in einer kleinen Stadt in Maine. Und das Buch spielt im Winter, nur so am Rande, also auch schon mal für die Stimmung ein bisschen. Und die zwei haben eigentlich soweit alles ganz gut im Griff. Emily ist halt ein nettes Mädchen von nebenan und hat eine Liebschaft mit Zack, aber das entwickelt sich ein bisschen kompliziert. Und Chase hat eigentlich auch keine größeren Probleme. Allerdings wird er von seinen Freunden plötzlich, ignoriert nicht, aber so ein bisschen gemieden. Und es ist dann so, dass plötzlich in dieser kleinen Stadt drei Mädchen auftauchen, drei junge Mädchen. Sie stellen sich als Cousine, glaube ich, vor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau. Und ab diesem Zeitpunkt läuft irgendwas nicht mehr ganz richtig. Ja, und was es mit diesen drei Mädchen auf sich hat, das solltet ihr in diesem Buch auf jeden Fall selber herausfinden. Denn zu viel zu verraten wäre bei diesem Buch wirklich fatal, weil es macht diese Stimmung aus. Weil du erfährst in diesem Buch weder auf dem Rückentext noch im Klappentext wirklich viel. Und das möchte ich auch eigentlich gerne so beibehalten, weil ihr dann einfach auch dieselbe Stimmung beim Lesen hoffentlich habt wie auch ich oder auch andere, die von diesem Buch positiv angetan waren und überrascht waren. Das Buch ist gruselig, nicht, aber schon düster und schon sehr undurchsichtig. Also es springt oft von Charaktere zu Charaktere. Man kann schon folgen. Manchmal denkt man sich so, irgendwo hängt man jetzt, meint man. Und es löst sich alles irgendwie auf. Es ist der Anfang einer, wie soll es auch anders sein, Trilogie. Es gibt, glaube ich, kaum Einzelbände noch heutzutage, die man lesen kann. Es ist alles irgendwie ein Auftakt einer Trilogie. Ob ich sie weiter verfolge, weiß ich noch nicht. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange es dauert, bis der zweite Teil erscheint. Das ist bei mir immer so eine Sache, weil ich es nicht so gerne leiden mag, wenn Trilogien immer im Abstand von 1 bis 1,5 Jahren rauskommen, weil einfach das Buch bis dahin in meinem Kopf total vergessen ist. Es hat mir aber wahnsinnig gut gefallen. Es ist mal etwas ganz anderes, eine ganz andere Story. Schon auch fantastisch, aber jetzt nicht extrem. Diese ganze Atmosphäre in diesem Buch ist einfach, die nimmt einen gefangen. Man friert, wenn man eben draußen ist mit den Charakteren, man fiebert mit ihnen mit, man leidet mit ihnen mit. Und das macht das Buch, finde ich, doch schon sehr besonders. Und eben auch diese Story. Also ich habe noch nichts Vergleichbares gelesen. Oft hat man Bücher, wo man denkt, naja, irgendwie gab es das ja schon mal. Ist aber bei diesem Buch überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt keine Parallele zu anderen Büchern finden können. Und auch diese ganze Auflösung dann, was diese drei geheimnisvollen Mädchen alles anstellen, machen, tun, wie auch immer, ist einfach, da geht einem dann so richtig das Licht auf im Kopf und dann versteht man auch diese ganzen Zusammenhänge. Das Buch selber ist ein Hardcover mit Schutzumschlag und einem Lesebändchen. Das Lesebändchen habe ich irgendwie gar nicht gespannt gehabt, irgendwie erst. Also das ist noch so drin, wie es drin war. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das überblättert. Ich habe immer meine eigenen Lesezeichen drin und irgendwie ist das bei mir irgendwie untergegangen. Irgendwie habe ich dann so im Lesefluss drin gewesen, dass ich es irgendwie nicht gerafft habe. Das Buch selber ist wunderschön, also das Cover, ich finde das genial. Viele Leute mögen das Cover nicht. Aussagekräftig ist diese Frau, Mädchen, was auch immer hier natürlich jetzt nicht, aber ich finde es einfach toll gemacht, auch mit diesen Blumen hier oben, die ja auch in dem Buch eine Rolle spielen und auch eben
ich pack's mal aus, auch ohne Schutzumschlag, finde ich das Buch einfach total genial gemacht. Auch hier eben mit diesem Tapetenmuster. Und ich finde von hinten, also der Buchrücken, ich finde, es sieht aus wie so von so einem ganz alten Buch. Die sind auch oft so gemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein ganz altes Buch. Also ich finde es toll, mir gefällt das Cover ganz gut. Ich finde, es macht sich auch im Bücherregal sehr schön, dass eben auch so, wenn man es im Bücherregal stehen hat, sich einfach, finde ich, wunderschön macht. Also mir gefällt es. Die Story gefällt mir auch. Und ich würde es euch einfach auch wärmstens empfehlen. Es ist ein Highschool-Buch, es ist ein fantastisches Buch ein bisschen, es ist ein düsteres Buch, es ist ein Buch, wo man ein bisschen mitdenken muss, ist aber jetzt nicht irgendwie hochtrabend geschrieben, es ist schon relativ einfach geschrieben, aber nichtsdestotrotz fand ich es gut und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und dann da wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!